Mobile Kommunikation, liebe Zuschauer, das wird unser Thema sein in den kommenden 30 Minuten. Und wenn man so als normaler Kunde, der ich ja auch außerhalb dieses Studiokomplexes ja bin, vor diesen ganzen Angeboten mitunter im Einzelhandel steht, dann setzt man sich schon mal auf seine vier Buchstaben, oder? Das sind tolle Modelle zu haben. Allerdings kosten die natürlich auch ganz gerne schnell mal 500-600 €, gerade wenn sie vertragsfrei sind. Kriegt man natürlich auch gerade mit einer zweijährigen Vertragsbindung dann doch nochmal etwas günstiger. Aber unterm Strich gesehen werden diese Geräte natürlich subventioniert, sodass sie dann monatlich auch noch ihren Obolus dafür abdrücken. Das macht die ganze Geschichte in der Regel auch noch etwas teurer. Wir haben Top-Modelle für Sie im Programm. Zwei werden wir Ihnen vorstellen. Ein etwas größeres, ein etwas kleineres. Und natürlich haben wir auch das passende Zubehör mit dabei. Einen Mann möchte ich Ihnen vorstellen, der sich mit dem SPX 28, unserem ersten Modell, noch viel besser auskennt, als ich das tue. Das ist nämlich unser Kollege Ralf Jansen. Du hast das Telefon selber, Ralf. Wie bist du zufrieden damit? Ob ich mich besser auskenne als du, das weiß ich noch nicht. Aber ich arbeite daran. Du hast was Gutes angesprochen. Ich habe lange gesucht, das richtige Smartphone für mich zu finden. Und die Preise haben mich also wirklich abgeschreckt. Und dann habe ich das SPX 28 in die Hand bekommen und habe gedacht, wow, sieht schon mal ganz, ganz toll aus. Hat eine bestechende Bildauflösung. Man sieht hier jetzt auch gerade, wie ultrascharf diese Bilder wirklich sind. Mhm. Und das Display ist für mich genau ausreichend mit diesen 5 Zoll. Ich finde es sehr, sehr angenehm in der Hand. Ja. Und es hat alle technischen Innovationen, die wir heutzutage brauchen. Und jetzt kommt der Punkt, es war sehr, sehr günstig, nämlich 218,41 Euro. Ja. Ich habe wirklich lange gesucht und vergleichbare Modelle, die liegen wirklich bei 400-500 €, wenn man das Ganze Simlock-frei wie ich haben will. Und dann habe ich mich für das SPX 28 entschieden. Eine sehr kluge Entscheidung, wie ich persönlich finde, weil es wirklich ein fantastisches Gerät ist. Und natürlich orientieren wir uns mit dem, was wir hier reingepackt haben, was der Hersteller uns hier zusammengestellt hat, am momentanen Trend der Smartphones. Das heißt, wir haben hier ein 5 Zoll großes Display. Es ist fantastisch eingelassen in das Gehäuse, fast schon wie eine wunderschöne Fotografie in einem Passepartout, mit fast 13 cm in der Diagonale. Glas natürlich hier als Oberfläche für das Display. Und der Grund für die Schärfe dieses Displays liegt natürlich ganz klar in der Auflösung. Wir haben ja diese tolle HD-Auflösung. Mhm. Das in Verbindung mit fast 13 cm ist natürlich wirklich mal ein Augenschmeichel. Ja, und dann noch ein weiteres Highlight sind natürlich die zwei Kameras. Ja. Ich habe da mit 8 Megapixeln kann ich Fotos machen und sehe die dann auch sofort auf diesem brillanten Bildschirm. Es ist eine Bildqualität, wie ich sie vorher wirklich nur von hervorragenden Kameras gewohnt war. Ja, mach mal, komm, mach mal ein schönes Bildchen. So. Jetzt. Und der Blitz ist natürlich auch gleich integriert. Ist alles auf der Vorderseite und auf der Rückseite Kameras, alles da. Es gibt keine schönen Bilder von mir, Carsten. Da kannst du dich anstrengen, wie du willst. Aber das macht ja nichts. Man kann erahnen, sag mal, habe ich da jetzt ein Horn? Da hinten, guck mal, da ist ein Horn. Mal, was ist das? Das ist unser Kometenschweif da hinten, glaube ich, der den Stück aus dem Kopf wächst. Ja, ja, aber sehr weihnachtlich. Also Sie sehen, man sieht auch jedes Detail wirklich haargenau. Und ich kann das vergrößern, wie ich will. Und ich kriege keine Pixelfehler. Ich kriege eine hundertprozentige Auflösung. Mach mal mit 2 Fingern. Was machst du jetzt? Schau mal hier. Ich wollte mal die Effekte zeigen, die du hier mit reinbringen kannst. Denn man kann natürlich hier jederzeit auch mal das Bild zuschneiden. Wenn Sie jetzt nur mal das Gesicht haben möchten oder hier in der Halbtotalen was haben wollen. Oder eben ganz einfach mal andere Effekte manchmal. Schwarz-Weiß-Effekt oder mal einen Sepia-Effekt mit dazu bringen möchten, ist das grundsätzlich möglich. Das heißt, Sie können hier wirklich gerade im Fotobereich mit einer 8-Megapixel-Kamera gestochen scharfe Aufnahmen machen von Ihren Feierlichkeiten, von den Weihnachtsfeierlichkeiten, vom Urlaub natürlich, von diversen Festivitäten, die man gerne mit der Familie feiert. Also das ist wirklich schon eine richtige Ansage hier. Und es arbeitet wirklich sehr, sehr schnell. Auch wenn ich ins Internet will, ich habe meine Seiten sofort offen. Natürlich immer abhängig vom Netzbetreiber, den man hat. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden. WLAN-fähig ist es auch. Das heißt, zu Hause gehe ich einfach übers WLAN ins Internet. Und hier sehen wir jetzt auch mal die Kamera. Ja, gucken wir mal kurz durch. Achtung, Moment. So, da haben wir es. Ja. Genau. Das ist nämlich die zweite Kamera, die ich gerade noch mal geöffnet habe. Und die befindet sich hier oben. Auch die kommt noch mal auf satte 3 Megapixel. Wird natürlich jetzt hier von unserer Studiobeleuchtung absolut überstrahlt. Aber für die berühmten Selfies, die Selbstporträts, die man im Moment gerne macht. Oder natürlich auch mal für die berühmte Internettelefonie ist so eine zweite Kamera absolut perfekt. Sie merken jetzt schon, dass Sie bei so einem Gerät wirklich auf nichts verzichten müssen, was auch andere namhafte Hersteller für Sie bereithalten. Nur der Preis ist natürlich deutlich unter dem, was man normalerweise kennt mit 218 Euro.
1,41 €. Und es gibt noch Details, die ich jetzt noch gar nicht nutze, die ich aber jederzeit nutzen könnte. Zum Beispiel habe ich ja die Möglichkeit, mit zwei verschiedenen Telefonnummern zu telefonieren. Richtig, die Dual-SIM-Funktion. Zwei SIM-Karten einlegen. Also einfach, wenn ich mal eine Geschäftsnummer habe und eine private Nummer, muss ich nicht mehr mit zwei Smartphones rumlaufen, sondern ich mache beide hier rein und kann getrennt natürlich genau auf diese Nummer telefonieren oder auf diese. Habe da immer den Überblick, welche Nummer denn mich jetzt gerade anruft oder auf welcher Nummer ich angerufen werde. Und das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, vor allem, schau mal hier, schön groß das Tastenfeld. Auch wir Männer mit in der Regel etwas dickeren Händen, etwas größeren Fingern, können also die Tasten wirklich super treffen. Nein, nein, um Gottes Willen. Das habe ich wirklich überhaupt nicht an deine Person gedacht. Es ist mir gerade aufgefallen, wo wir es gerade so schön groß im Bild hatten. Ist natürlich Spitzenklasse. Ansonsten GPS natürlich für eine vernünftige Navigation geht auch hiermit. Und das natürlich weltweit, das ist ganz klar. Google Maps haben wir. Ich mache es mal kurz auf, damit wir uns das auch mal anschauen können. Bluetooth natürlich für die kabellose Datenübertragung. Alles überhaupt kein Thema. Musikstreaming, wie es so schön neudeutsch heißt, auf ein schönes Bluetooth-fähiges HiFi-Gerät. Das alles überhaupt kein Thema damit hier. Und eins muss ich noch ansprechen, das hast du mir gezeigt. Eine ganz, ganz tolle App. Aber da kann ich die gestochen scharfen Bilder, die ich gemacht habe, gleich verarbeiten. Und zwar dieses Pic-Collage. Ja, das kann ich mal zeigen. Das ist so denkbar einfach. Und mit den gestochen scharfen Fotos, die wir hier machen. Sie sehen, jetzt hat das aufgemacht. Das Programm ist übrigens kostenlos im Google Play Store runterzuladen. Ich habe es jetzt übrigens auch auf meinem drauf. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Und dann ziehe ich mir einfach Fotos rein, wie ich sie will. Kann sie in der Größe und in der Anordnung verändern und auch übereinander legen, ohne Probleme. Ja. Und so kann ich eine wunderbare Fotokollage machen. Und wenn ich fertig bin, speichere ich es einfach ab, hab's dann in meiner Galerie drin als fertige Collage. Das geht innerhalb weniger Sekunden wirklich. Es ist so einfach und macht so riesig Spaß. Und damit kann man den einen oder anderen ganz, ganz schnell mal überraschen. Ja, so haben wir drei Bilder, wunderbar. Ja, aber schau mal, sowas jetzt einfach mal als Weihnachtsgrußkarte. Viele Menschen machen sich eben also auch heute noch die Mühe und setzen sich zusammen, auch gerne mit den Kindern, kreieren lustige oder mal ausgefallene Weihnachtskarten, das ist doch etwas wesentlich Persönlicheres. Und da die Kinder doch sowieso heiß auf solche Geräte sind, setzen sie sich doch gerne mal mit ihrem Smartphone ganz einfach dahin und machen sie einfach mal auf elektronischem Wege mal eine schöne Grußkarte. Ist auch mal eine schöne Sache. Die Kinder werden es direkt zu Facebook reinstellen und sie können es direkt per E-Mail versenden. Auch E-Books natürlich, überhaupt kein Thema. Bei 5 Zoll, fast 13 Zentimeter, mal auf die Schnelle unterwegs, im Lieblingsschmöker ein bisschen blättern. Warum denn nicht? Also alles in allem ein empfehlenswertes Smartphone. Meine Empfehlung hat es zu 100%. Und wenn Sie es benutzt haben, werden Sie genauso zufrieden sein. PX 3810 und die 569, das ist die Bestellnummer. Und der Preis 218,41 €. Ja. Jetzt hast du aber vorhin von Accessoires gesprochen. Richtig. Die wir noch haben, so kleine Helferlein. Und da fangen wir jetzt auch mal mit einem ganz kleinen Teil an. Und was ist das, Carsten? Das ist etwas unglaublich Praktisches. Da fragt man sich immer, warum ist da eigentlich vorher mal keiner auf die Idee gekommen? Denn es ist ja häufig so, dass du abends unterwegs bist oder auch mal tagsüber unterwegs bist. Aber gerade auf so einem Weihnachtsmarkt habe ich ungern mein komplettes Portemonnaie in der Tasche. Da ist mein Perso drin, da ist mein Führerschein drin, da ist Bargeld drin, da sind Quittungen drin, alles Mögliche. Also all das, was mir lieb und teuer ist. Und wenn sowas verloren geht, oder geklaut wird schlichtweg, ist das ärgerlich. Hier hast du ein schönes Silikonfach. Das wird ganz einfach per Doppelklebeband, übrigens fast selbstklebend, hier hinten am Telefon befestigt. Und hier vorne passen locker bis zu 6 Karten rein. Ganz normale Scheckkartengröße. EC-Karte, Kreditkarte, Führerschein, Krankenkassenkarte. Wenn ich im Parkhaus parke, kann ich die Karte auch noch rein. Zum Beispiel, so wie diese kleine jetzt hier. Kann vielleicht noch einen 50-Euro-Schein dazu stecken, dass ich für den Notfall noch Geld habe und kann auf alles andere verzichten. Auch das eine ganz, ganz tolle Sache zum kleinen Preis. 2,47 € kostet unser Kartenfach fürs Handy. Und das ist natürlich nicht nur für das SPX 28, sondern eigentlich für jedes gängige Smartphone. Und da kann man es einfach hinten draufkleben und dann hebt's. Und hier mache ich jetzt, das ist glaube ich schon eine Karte, gell? Zeigen wir mal. Genau. Da mache ich meine Karten rein oder entsprechend, was ich will. Parkkarte, Bankkarte, eben meinen Ausweis. Die neuen Personalausweise haben ja auch dieses Format. Genau. Den Führerschein kann ich da reinmachen, habe dann alles bei mir in der Hosentasche oder dort, wo immer ich auch mein Handy aufbewahre. Eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, vor allen Dingen ist dieses Silikon auch wirklich so schmeichelhaft. Guck mal hier, kannst du also wirklich locker mal. Siehst du das, wie dehnbar das ist? Ja. Trotzdem hält es oder haftet es richtig schön fest. Bis zu 6 Karten reinpacken. Meine 6 Karten einfach mal abends mitzunehmen, da kommt schon ganz schön was zusammen. Insofern mit dem Parkticket fürs Parkhaus eine super Angelegenheit. Ist natürlich auch entsprechend vor der Elektronik oder vor den Strahlen des Gerätes abgeschirmt. Spitzenklasse. Und so schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn so ein Telefon hast du schnell mal in
in der Hosentasche oder die Damen auch gerne mal in ihrer Handtasche. Nur jetzt musst du nicht auch noch ein schweres Portemonnaie mit einem halben Kilo Kleingeld mitnehmen. Hier hast du deine Karten dabei und in der Regel abends, wenn du was essen gehst oder irgendwo unterwegs bist, hast du deine Tickets sowieso in der Tasche oder zahlst mal eben schnell mit deiner Kreditkarte. Ja, man sieht auch, es passt zwischen Lautsprecher und Linse. Das ist also hervorragend. So genau die Passform zwischendrin. Ich mache meine Linse nicht zu, ich mache meinen Lautsprecher nicht zu, sondern da ist mitgedacht worden mit der Größe und auch mit den Karten nicht drüber, sondern die ist, da ist alles noch frei, alle wichtigen Sachen. HZ 2133 und die 569, das ist die Bestellnummer für unser Kartenfach. 2,47 Euro, das ist es auf jeden Fall wert. Eher, ich hätte auch mehr dafür bezahlt. Eine tolle Idee. Einfach mal kurz zur Sicherheit, zur eigenen Sicherheit, wenn man mal irgendwo unterwegs ist, wo man nicht viel mitnehmen will. Einfach ein Unterschubfach für die Karten oder für Ähnliches braucht. Tolle Idee. So, also hier wirklich eine ganz, ganz praktische Lösung. So haben sie wirklich immer alles schön griffbereit. Und wenn sie es ganz einfach wieder ablösen möchten, können sie das natürlich auch jederzeit tun. Ich habe gesagt, das ist selbsthaftend. Zack. Und schon haben sie es wieder in der Hand. Funktioniert übrigens auch mit einem Tablet. Funktioniert quasi auf allen glatten Oberflächen, die wir haben. Und das für den Preis eines Kaugummis sozusagen. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Und Ihnen ist bestimmt schon aufgefallen, dass wir die Bilder, die wir hier auf unserem Smartphone haben, auch schon groß auf den Fernseher projiziert haben. Und das hat nichts mit Hexenwerk zu tun oder mit Magie. Das funktioniert hier ganz einfach mit unserem sogenannten Miracast Fernsehstick. Und das ist das gute Stück, was der Ralf hier schon für Sie in der Hand hat. Damit bringst du eine 1:1 Bildkopie von deinem Smartphone, von deinem Tablet oder auch von deinem Notebook einfach mal groß auf den Fernseher, der bei dir im Wohnzimmer steht. Also ich versuche das jetzt mal zusammenzubringen, wie das funktioniert. Ich habe hier den Stick und den stecke ich einfach in meine HDMI-Buchse am Fernseher. Richtig. Die meisten modernen Fernseher haben sogar mehrere davon. Einen freien wirst du wahrscheinlich haben. Dann verbinde ich mein SPX 28 in dem Fall, weil das ist ja Miracast-fähig, mit diesem Stick und kann dann mein Handy einfach spiegeln auf dem Fernseher. Ja. So, das ist ja richtig toll, wenn ich mal Fotos zeigen will. Und ich sehe das oftmals, wenn 3-4 Leute zuschauen wollen und dann um so ein Smartphone rumstehen und jeder drückt sich. Ja, die neue Form von Köpfe zusammenstecken, genau, oder? Machst du lieber diesen Stick rein und überträgst das auf den Fernseher. Und das geht wirklich ganz, ganz einfach. Und dann kann ich meine Urlaubsfotoshow oder meine Dia-Show ganz einfach auf den Fernseher verlagern, so wie es Carsten jetzt macht. Wir spiegeln also genau das, was unser Smartphone anzeigt. Ist das nicht super jetzt hier? Das ist bei den Fotos schon klasse, denn die Qualität, mit der Sie die Fotos aufgenommen haben, die wird natürlich auch 1:1 über diesen Stick auf den Fernseher wiedergegeben. Und das kann in der Spitze bis zu Full-HD-Qualität sein. Ich möchte Ihnen das aber auch ganz gerne mal mit anderen Geschichten zeigen, wie zum Beispiel mit so etwas hier. Ja? Ganz einfach mal hier mit Angry Birds das Ganze versuchen. Das geht natürlich auch alles quer. Und ich erwähne das immer wieder, weil ich das selber schon mehrfach mit meinem Sohn zu Hause praktiziert habe. Wenn wir zu Hause Gäste haben und wir sitzen am Tisch, da wird es den Kindern häufig schnell mal langweilig und dann bringe ich ihnen einfach das Bild vom Smartphone 1:1 auf den großen Fernseher. Die Kinder finden das großartig, können das Smartphone bedienen, haben technische Spielerei in der Hand und können trotzdem jederzeit hier mal eben Angry Birds spielen. Na ja, gut, ich muss noch ein bisschen üben, fürchte ich. Geht das jetzt nur mit dem Smartphone oder kann ich das auch vom Tablet aus machen? Das geht auch von einem Tablet. Grundsätzlich gibt es hier verschiedenste Ansätze. Du kannst also Himmelzakra. Wow. Ich muss da wirklich noch ein bisschen üben. Ich glaube, ich gebe meinem Sohn noch mal in die Lehre jetzt hier. Einmal muss ich das blöde Ding doch hier abschießen. Ja, komm, ein bisschen steiler, dann klappt schon. Und jetzt habe ich ihn, oder? Wow, Treffer. Zack, jetzt fällt doch der Smiley runter hier. Na? Mal gucken, ob es für einen Stern reicht. Aber ich denke, das Prinzip ist klar geworden. Nein, grundsätzlich ist das tatsächlich für Smartphone, fürs Tablet, sogar für den einen oder anderen Laptop, der dazu fähig ist. Das nennt man Miracast oder auch Miracast, wenn Sie so möchten. Das Ganze funktioniert aber tatsächlich auch mit den iOS-Geräten, die Apple benutzt, mit den iPhones und mit den iPads zum Beispiel. Da nennt man das allerdings etwas anders. Apple nennt das Mirroring. Ja? Also das ist die Variante. Quasi, Spiegelung ist in dem Fall. Ein Kind hat einen anderen Namen, aber ist unterm Strich genau das Gleiche. Das heißt, 1:1 bringen Sie das Bild von Ihrem Smartphone, entweder Android-basiert oder eben auch die ganzen Apple-Geräte mit dem iOS-Betriebssystem direkt hier auf den Fernseher, längs oder quer. Ich kann diesen Stick ja auch an den Beamer anschließen und kann dann von meinem Handy aus eigentlich eine Präsentation machen, Bilder, einen Vortrag machen und dann mit großen Zuschauerzahlen überhaupt kein Problem. Ja. 37,91 Euro, das ist der Preis für diesen TV-PC-Stick, wie er genau heißt. Und die Bestellnummer ist die ZX1502 und die 569. Eine tolle Sache, wenn man es mal genutzt hat, mal weiß, was man alles damit machen kann, dann möchte man diesen Stick nicht mehr missen. Also wieder mal eine tolle Idee von Pearl, finde ich.
Ja, Innovation als Erste erleben, das war so unser Wahlspruch oder der Wahlspruch unseres Firmengründers vor mittlerweile etwas mehr als 25 Jahren. Und ich glaube, dieses Versprechen haben wir mehr als einmal einlösen können. Wir haben schon ein fantastisches Smartphone kennengelernt, das SPX 28. Nicht nur wir sind davon begeistert, auch unsere Kunden, die bis hierhin zugegriffen haben, sind also wirklich voll des Lobes. Allerdings schon ein Gerät für die richtig anspruchsvollen Kunden. Jetzt kommen wir mal zu einem perfekten Einstiegsgerät, denn viele, speziell auch ältere Kunden sagen mir immer wieder, Mensch, Herr Ruland, ob ich tatsächlich mit diesem Smartphone zurechtkomme, wofür brauche ich jetzt tatsächlich mal einen mobilen Computer, nichts anderes ist es ja. Ist das wirklich was für mich und soll ich dann tatsächlich gleich ein paar hundert Euro für ausgeben? Meine Antwort ist ganz klar, nein. Man kann es erstmal testen, man kann erstmal gucken, ob man mit dem Prinzip des Smartphones zurechtkommt und dafür muss man nicht gleich 500, 600 Euro auf den Tisch legen. Das geht auch wesentlich günstiger. Zum Beispiel für das SP 121, perfekte Einstiegsklasse, man muss auf nichts verzichten und hat trotzdem wirklich hier einen sehr, sehr geringen Preis mit 132,91 €. Natürlich auch mal eine Hausnummer vielleicht mal für die Kinder, für die Teenager. Ja, auch hier genau. Ein bisschen kleiner als vorhin. Wir haben hier 10,2 cm Bildschirmdiagonal, aber ich finde, das ist auch eine sehr, sehr handliche Größe. Und Carsten hat es gesagt, als Einstiegsmodell, um einfach mal zu schauen, ist ein Smartphone was für mich? Und wenn man da eben gleich ein paar hundert Euro bezahlen muss, dann ist das sehr, sehr ärgerlich, wenn man nachher nicht damit umgehen kann. Aber die Bedienung ist denkbar einfach. Carsten zeigt es uns. Und nach ein bisschen Übung, also wenn man einfach mal eine Woche lang mit dem Smartphone gearbeitet hat, dann weiß man oder erlebt man jeden Tag neue Sachen, die ich dazu machen kann, außer natürlich telefonieren. Aber ich kann auch mit dem Fotos machen. Übrigens auch eine Dual-SIM-Karte, also ich kann auch zwei Karten reinlegen. Ich kann privat und Geschäft trennen oder eine Vertragsnummer und eine Prepaid-Karte reinmachen. Mhm, ganz egal, wie ich will. Aber ich muss nicht zwei Karten reinmachen. Nein. Nicht, dass wir uns da irgendwann mal missverstehen. Auch mit einer ganz normalen SIM-Karte funktioniert das Gerät einwandfrei. Hintergrund für dieses Dual-SIM-Prinzip mit bis zu zwei Karten in der Spitze ist natürlich auch mal der Einsatz im Ausland. Sie kennen das Thema, vielleicht haben Sie sich hier und da schon mal mit den sogenannten Roaming-Gebühren beschäftigt. Das heißt, wenn Sie mit einer deutschen Karte ins Ausland reisen und sei es nur Österreich, die Schweiz zum Skifahren, jetzt im Winter zum Beispiel, dann haben Sie natürlich die Kosten an der Hose, wenn Sie vom Ausland her nach Deutschland telefonieren möchten. Ja, übrigens zahlen Sie die Kosten auch, wenn Sie von Deutschland aus angerufen werden. Denn der Teilnehmer, der Sie anruft, kann ja nicht wissen, dass Sie gerade im Ausland unterwegs sind. Um diese Kostenfalle mitunter zu umgehen, gehen dann viele hin, nehmen eine deutsche Karte ganz einfach in den ersten Steckplatz dafür und eine zweite Karte aus dem Ausland, zum Beispiel aus Österreich oder der Schweiz im Prepaid-Bereich. Ja. Da kommen dann 20 Euro von mir aus drauf oder 30, je nachdem, wie viel Sie draufpacken wollen. Und dann haben Sie die Möglichkeit, das Thema Roaming ganz einfach außen vor zu lassen. Können Ihre SMS verschicken, können Ihre Telefonate und so weiter nach Hause führen und haben dabei trotzdem absolute Kostenkontrolle. Finde ich Spitzenklasse. Nichtsdestotrotz haben wir hier ein 4-Zoll-Gerät mit über 10 cm Bilddiagonale und der Grund, warum dieses Bild wirklich so gestochen scharf daherkommt, ist diese moderne AMOLED-Technologie, so wird das genannt. Und da steckt ja auch schon der Begriff LED mit dabei. Und von den LED-Beleuchtungsmitteln, die Sie vielleicht auch zu Hause schon ganz normal in der Deckenbeleuchtung zum Einsatz bringen, haben Sie natürlich den Vorteil, dass die extremst energieschonend sind. Und das ist hier bei uns auch der Fall. Also hier mit dem AMOLED-Display sehr energiesparend, gleichzeitig kontrastreich und sehr, sehr farbintensiv. Das heißt, Sie haben wirklich ein Bild richtig zum Niederknien quasi. Also Lesebrille brauchst du da eigentlich keine mehr. Und ich kann dann zusätzlich noch tolle Fotos damit schießen, weil auch hier haben wir natürlich Kameras verbaut, die wirklich tolle Bilder machen. Und ich habe die Möglichkeit, einen richtig großen Speicher einzulegen, also bis zu 32 Gigabyte Speicherkarte kann ich hier reinmachen. Das reicht für Tausende, schon wieder ich, für Tausende von Fotos. Ich spreche jetzt einfach mal hier rein, meine Damen und Herren. Tausende von Fotos, also Sie müssen sich das vorstellen, das wären ungefähr, ich sag mal, ein Regal voll mit 500 Fotoalben. Das reicht wahrscheinlich gar nicht, diese hier auf dieser 32 Gigabyte Karte dann abspeichern können. Ja. Also alles in allem. Und jetzt schauen wir wieder nach vorne, eine runde Sache. Und auch schnell genug in der Arbeit, also wenn man dran arbeitet, es reagiert wirklich sehr schnell. Zwei Kameras, jetzt sehen wir es auch. Eine nach vorne, eine nach hinten, wenn man dann doch mal im Internet damit ist und Video Telefonie betreiben will oder natürlich, wenn man einfach mal ein Foto
von sich selber machen will. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Angelegenheit. Das funktioniert übrigens auch sehr gut, speziell in den Ballungsraumgebieten, wenn man hier über das ganz normale Handynetz mal Videotelefonie betreiben möchte. Muss also nicht immer nur zu Hause übers WLAN laufen, das kannst du auch mobil machen. Und ich persönlich finde es einfach schön, meinen Gesprächspartner nicht nur zu hören, sondern ihn auch mal zu sehen. Gerade wenn Sie Kinder oder wenn Sie Enkel haben, die ein paar hundert Kilometer entfernt in einer anderen Stadt wohnen, wann sehen Sie die? Vielleicht mal zum Geburtstag, wenn Sie Glück haben, zu einem runden Hochzeitstag oder an Weihnachten. Na klasse, mir persönlich würde das nicht reichen. Und wenn ich mal sehen möchte, wie groß ist der Lütte denn eigentlich schon geworden? Hat das schon den ersten Bartflaum auf der Oberlippe, all solche Geschichten? Oder wie sieht das Schleifchen in den Haaren meiner Enkelin aus? Ist es doch schön, wenn man die einfach mal zu sehen bekommt. Fotos sind super, aber ein bewegtes Bild, gerade bei einer Videotelefonie, ist das schon mal eine ganz andere Geschichte. Was wir oft vernachlässigen ist, wir können ja nicht nur Fotos machen, sondern auch wirkliche Videos drehen. Natürlich. Wir können Filme drehen und mit 32 GB Speicher kann ich mal ganz schön lange Filme aufnehmen und mir schon später irgendwelche tollen Geschehnisse wieder aufnehmen. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Du wolltest noch irgendwas sagen, Carsten? Ich wollte noch mal ganz kurz auf den Speicher eingehen. Ich habe mir nur gerade erschrocken, weil ich mir denke, wo ist denn der Ralf eigentlich hin? Ich sehe mich die ganze Zeit. Ich habe die falsche Kamera eingestellt. Also da müssen Sie ein Stück weit drauf achten. Ich wollte jetzt einfach nur mal ein Video machen. Der läuft nämlich jetzt hier die ganze Zeit schon durch. Kann man oben also ganz deutlich erkennen, wenn ich es unterbrechen möchte hier. Ich finde es aber einfach super, dass man sich hier eben den Speicher selber aussuchen kann quasi. Wenn du mit 8 oder mit 16 GB zurechtkommst, reicht das doch vollkommen aus. Aber du kannst eben in der Spitze bis zu 32 GB reinpacken. Wenn die Karte voll sein sollte, nehmen Sie die raus und packen einfach eine neue Karte rein. Alles kein Thema. 3594 und die 569, das ist die Bestellnummer für unser SX121. Und der Preis 132,91 €. Also wirklich ein wunderbarer Einstiegspreis für ein hochqualitatives Smartphone, mit dem Sie mit Sicherheit ganz, ganz viel Freude haben werden. So, die Freude mit den Smartphones, egal welches man hat, hört meistens auf, wenn man merkt, oh, mein Akku ist leer und ich habe nirgends eine Steckdose. Sie kennen das vielleicht, wenn dann Ihre Bekannten oder auch Sie selber, die Kinder, die Enkel, hast du irgendwo eine Steckdose, mein Akku ist gleich leer. Dann beginnt das Herzrasen. Das ist der Stress der jungen Leute von heute. Aber auch gegen diesen Stress haben wir ein Wundermittel. Genau, und das ist eine sogenannte Powerbank, wenn man das so möchte. Das ist nämlich unser Zusatzakku und der versorgt Ihr Smartphone bzw. Ihr Tablet, vorausgesetzt, es hat einen Mini-USB oder einen Micro-USB. Beide Möglichkeiten sind hier ohne weiteres gegeben. Können Sie damit eben mit einer extra Portion Energie versorgen. Jetzt gucke ich gerade mal, dass ich es richtig reinpacke. Wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, alleine vom Akku jetzt her, das SP121, was wir Ihnen gerade vorgestellt haben, ist jetzt eigentlich weitestgehend voll geladen. Wenn es jetzt leer wäre, würde natürlich dann hier beim Ladevorgang dieser kleine Blitz in diesem eigentlichen Akku auftauchen. Das zeige ich Ihnen mal ganz kurz. Das heißt, hier haben wir den Micro-USB-Anschluss. Jetzt stecke ich die Powerbank oben rein. Und wenn wir uns jetzt das gute Stück nochmal anschauen, siehst du, jetzt wird es hochgeladen. Du hast hier einfach eine extra Portion Energie und wir reden hier von 1700 Milliampere-Stunden. Das bedeutet, Sie können die Akkuleistung Ihres Smartphones mal eben verdoppeln. Und im Fall der Fälle ist es sicherlich praktisch, dann vielleicht weniger eine Steckdose zu suchen, panisch, wie die Teenager das heutzutage immer machen. Lachen die mal kaputt drüber, wenn ich das sehe. Dann habe ich doch lieber mal so eine kleine Energiereserve in der Tasche oder mal im Handschuhfach vom Auto oder auch mal in der Handtasche. Denn wir reden hier von insgesamt gerade mal 60 Gramm. Also ich halte es von der Größe und auch vom Gewicht her zumutbar und damit hast du eben einfach die Sicherheit, dass wenn dein Akku mal leer sein sollte, hier eine Energiereserve vorhanden ist. Und unsere Powerbank auf Neudeutsch, also ich würde sagen unsere tragbare Steckdose, kostet lediglich 12,26 €. Die Bestellnummer ist die PX2730 und die 569. Damit dieses hektische, panische Rumrennen, Hilfe, ich suche einen Akku, endlich ein Ende hat. Vielleicht auch ein schönes Geschenk, so als kleinen Fingerzeig. Wenn Sie gerade Kinder oder Jugendliche oder Enkel haben, die immer oftmals panisch nach Steckdosen suchen, das wäre mal ein Wink mit dem Zaunpfahl. Tolles Geschenk. So. Jetzt kommen wir wir kommen gleich drauf, was es ist, aber das wäre mal ein Geschenk, das einschlagen würde wie eine Bombe. Weil was aussieht wie eine Uhr, und Carsten macht es jetzt gerade mal an, ist natürlich noch viel, viel mehr, oder? Ja. Das ist das, was wir gerade schon in wunderschöner Form für die Bedienung in der Hand gesehen haben. Nur dieses Mal in einer etwas, sagen wir mal, ungewöhnlichen, extravaganten Form. Wenn ich dir jetzt sagen würde, Ralf, dass diese Uhr, die wunderschön ist, alleine schon von der Optik her, springt natürlich immer wieder in Standby, ist akkuschonend, das ist klar. Aber das ist nicht nur eine Uhr, das ist tatsächlich ein vollwertiges Smartphone.
Ja, es ist unglaublich, aber wahr. Und es gibt einen amerikanischen Konzern, der für 2015 diese Smartwatch, wie das neu deutsch heißt, ankündigt und sagt, das ist die Sensation. Wir haben sie schon lange und das für mit Sicherheit wesentlich weniger Geld als dann bei dem amerikanischen Konzern. Und das möchte ich auch wetten. Ja. Highlight. Und ich bin mir sicher, wer heutzutage, so das ist ungefähr, müssen Sie sich vorstellen, die ersten Leute, die mit Smartphones unterwegs waren, da haben alle Leute so große Augen bekommen. Mittlerweile sind Smartphones absolut selbstverständlich. Fast jeder hat eins. Aber jetzt ist der gleiche Effekt bei Smartwatches. Mhm. Wer hiermit auftaucht, der ist der Vorreiter. Der trägt schon die Zukunft am Arm. Und da sehen wir es, die Uhr einmal drüber streichen und schon bin ich bei meinem vollständigen Menü. Und zwar ohne Abstriche gegenüber meinem Smartphone, sondern ich habe eine ganz normale Android-Oberfläche und wische rüber und kann jedes Programm, das ich auch an meinem Smartphone öffnen kann, hier an meiner Uhr öffnen. Und das immer mobil. Das sind natürlich ungeahnte Freiheiten, ungeahnte Möglichkeiten, die Sie als Kunde natürlich mit so einer Uhr, mit so einem Smartphone in Uhrenform bekommen. Zum einen natürlich ganz klar liegt der erste Vorteil auf der Hand, man kann das Handy nirgendwo mehr liegen lassen. Man kann es auch nicht mehr einfach so aus der Tasche rausklauen, was gerade jetzt auch so in den Weihnachtstrubelgeschichten dann in den Innenstädten häufiger passiert. Auf den Weihnachtsmärkten greift Ihnen da ganz gerne mal jemand in die Tasche, bis Sie so eine Uhr abhaben. Dauert es dann doch schon ein bisschen länger. Natürlich merkt man das mitunter auch etwas. Und Sie haben wirklich alle Möglichkeiten. Sie können hier jederzeit mit ins Internet gehen. Sie können auch telefonieren, Sie können auch SMS schreiben, aber eben auch mal im Internet Informationen abrufen. Sie können sich sogar mit dieser Uhr navigieren lassen. Und da das mit dem Akku auch hervorragend funktioniert, ist das eine ganz interessante Angelegenheit. Und auch die Presse ist begeistert von unserem Smartphone. Und deshalb schauen wir jetzt gerade mal auf ein paar Pressestimmen. Hier zum Beispiel die Simbelli AW414 Go ist tatsächlich die erste richtige Smartwatch. Ja. Wer also auf der Suche nach einer Smartwatch ist, sollte unbedingt zur AW414 Go greifen. Erschienen im mobilereviews.de. Also, da sehen Sie, im Dezember letzten Jahres waren wir schon soweit. Und hier sehen wir jetzt auch mal, dass es ein Highlight auf der IFA 2013 war. Und da sehen wir jetzt auch noch Bilder. Die Fachwelt war begeistert, weil es wirklich das Erste ist. Und was ich auch toll finde, du hast es angesprochen, ich kann mein Smartphone nicht mehr verlieren. Auch gerade, wenn ich outdoor unterwegs bin, also wenn ich joggen gehe oder so und möchte aber erreichbar sein oder im Waldspaziergang oder sonst wo, möchte erreichbar sein, weil ich vielleicht auf einen richtigen Anruf hatte und muss dann beim Joggen irgendwo im Jogginganzug mein Smartphone verstecken oder festmachen, da habe ich es doch viel einfacher mit so einer Smartwatch. Die trage ich am Handgelenk wie meine Uhr. Und tolle Sache. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, denn diese Smartwatch, die wir Ihnen gerade anbieten, die funktioniert natürlich ohne, dass Sie Ihr normales Smartphone in der Tasche haben. Ich finde es ein bisschen kontraproduktiv, wenn ich trotzdem mein Handy dabei haben muss und dann unterm Strich die Daten auf die Uhr transportiert werden. Du spielst es auf diverse koreanische Hersteller an, die also halte ich für totalen Mumpitz. Entweder ich habe eine Smartwatch oder ich habe keine. Aber so ein Mittelding, so ein Mischmasch käme für mich nicht wirklich in Frage. Es reicht nicht für die Preise, die dafür aufgerufen werden. Ich zeige Ihnen nochmal was richtig Cooles. Wir haben nämlich hier eine 3-Megapixel-Kamera mit drin. Ich trage die Uhr natürlich jetzt mal aus meiner Sicht falsch rum, damit Sie das Bild besser sehen können. Normalerweise kann man hier wirklich direkt so aus dem Handrücken heraus die Fotos machen. Und dass das hervorragend funktioniert, können wir Ihnen mal zeigen. Einfach mal ein paar Bilder. Eine Spionagefunktion. Guck mal hier. Ist das so heimliche irre? Schnappschüsse vom Nachbarn machen. Also eine tolle Sache, aber ich kann auch richtig tolle Fotos machen und die später natürlich auch übertragen auf meinen Rechner. Ganz einfach. Wichtig ist auch noch SIM-Lock-frei. Ich kann also von meinem ganz normalen Smartphone, ganz egal welchen Anbieter Sie gerade haben, ob Vertrag oder Prepaid-Karte, einfach bei Ihrem Smartphone rausmachen, in diese Uhr reinmachen und schon ist die Uhr bereit, genau zu denselben Tarifen, die Sie natürlich auch auf Ihrem Smartphone haben und entsprechend auch mit Internetempfang. Und da wird es auch wieder interessant, wenn wir outdoor unterwegs sind. Ich kann ja auf diese Größe nicht nur einen Kompass einstellen, sondern ein Navigationsgerät. Und wenn ich mich mal verlaufen habe, dann lasse ich mich einfach per GPS orten. Dann weiß ich wenigstens wieder, wo ich bin. Und lasse mir dann die Route anzeigen, wie ich am schnellsten wieder nach Hause komme. Ja, es wird dich alles mit dabei. Du kannst natürlich auch jederzeit mit deinem Rechner zum Beispiel auch einfach mal hier über die Funktion des Adressbuchs beziehungsweise hier über die Kalenderfunktion auch mal ihre ganzen Termine auf die Uhr übertragen.
tragen. Denn die haben Sie ja sowieso immer dabei. Sie werden wahrscheinlich täglich eine Armbanduhr tragen. Warum nicht mal in dieser etwas peppigen elektronischen Form? Das hier quasi im unteren Teil, der sogenannte Home-Button, wo du immer wieder zurück ins Menü, also auf das Standardbild kommst. Hier machst du sie natürlich aus oder eben auch an. Ich zeige das eben zwischendurch ganz gerne nochmal. Die Uhr springt übrigens auch nach einer gewissen Zeit immer in den Standby-Modus, um den Akku zu schonen. Und wenn man sie entriegeln möchte, wischt man ganz einfach drüber über die sogenannte Gestensteuerung. Und wir sehen hier auch E-Mails. Wir sehen einen Rechner. Wir sehen also alles, einen Terminkalender. Alles, was ich möchte, kann ich, was ich von meinem Smartphone auch kann, kann ich hier natürlich auch. Und ich kann genauso in Google Play Store und kann alle Programme runterladen, die mir wichtig sind, die ich haben möchte. Und das ist der Hammer. Das ist eigentlich immer noch eine Sensation, bei uns schon zur Normalität, aber bei Ihrem Weihnachtsgabentisch, da kann es eine absolute Sensation werden, weil es ist nicht teuer. Cool. 119,50 Euro, aber wird zur Sensation, wenn Sie es denn verschenken. Die Bestellnummer ist die PX1790 und die 569. Bestellen Sie es gleich und sorgen Sie für leuchtenden Augen unterm Christbaum, weil die sind garantiert.